ich möchte mich erstmal bedanken dafür, wie zahlreich ihr heute hier erschienen seid. Hört ihr mich? Ja! Wie zahlreich ihr heute hier erschienen seid, wie zahlreich wir heute gemeinsam hier stehen. Gemeinsam streiten und der Klimapolitik unseres Landes den Spiegel verhalten, den sie verdient. Wir haben heute mit Fridays for Future zu einem Streik aufgerufen, den es so noch nicht gegeben hat. Wir haben heute eine Demo veranstaltet, die so wie sie ist, einzigartig ist. Wir haben heute alle gemeinsam eine Bewegung begründet, die nicht nur ihresgleichen sucht, sondern die geeignet ist, die Debatte um Klimapolitik in diesem Land nachhaltig zu verändern. Aber so schön das auch alles ist, so sehr möchte ich das eigentlich nicht wahrhaben. Möchte vieles nicht wahrhaben. Möchte nicht wahrhaben, dass es tatsächlich 12 Kilometer durch Mainz zu laufen braucht. Möchte nicht wahrhaben, dass es eine Jugendbewegung wie diese hier braucht. Dass es uns alle streikend morgens um 10 Uhr braucht, damit eine echte und ehrliche Klimapolitik zur politischen Debatte wird. Eine Klimapolitik, die nicht im Angesicht von transnationalen Konzernen, nicht im Angesicht der Interessen weniger Einzelner, nicht im Angesicht einer kleinen Konsumgesellschaft, sondern im Angesicht dieser einen Erde stattfindet. Im Angesicht der Menschen, die wir noch länger leben möchten, der Menschen, die heute hier stehen. Stattdessen müssen wir tatsächlich darüber diskutieren, ob und wie wir aus der Braunkohle aussteigen. Tatsächlich darüber diskutieren, ob und wie wir unsere Erde retten wollen. Und als wäre das nicht schon absurd genug, gibt es immer noch Menschen, die nicht verstanden haben, was es bedeutet, nur eine Erde zu haben. Menschen, die sich immer noch benehmen, als wäre es gerade mal 7:30, als wäre das alles ein großer, spaßiger Kindergeburtstag. Dabei ist es weder Kindergeburtstag noch 7:30. Es ist auch nicht 11:30, es ist 12:15. Und all die Dinge, die wir heute hier haben. Heute hier reden, sind keine Ideen, sie sind keine Phrasen, sie sind keine, da könnte man mal drüber reden, Sachen. Sie sind alle maximal Schadensbegrenzung. Und dass wir dafür tatsächlich auf die Straße gehen müssen, ja, dass wir dafür eine so harte Kante zeigen müssen, dass es dafür einen Schulstreik braucht, das ist traurig, es ist verletzend, es ist absurd und es tut weh. Hört man in der Debatte um die Klimapolitik in diesem Land die immer wieder gleiche Phrase. Wir können nicht aus der Braunkohle aussteigen. Wir brauchen die Braunkohle. Die Braunkohle braucht uns. Aber nur weil Reul, Laschet und die PR-Abteilung von RWE dieses Mantra immer weiter wiederholen, wird es nicht richtiger. Es bleibt dieselbe fadenscheinige Lüge. Dasselbe Produkt einer gezielten Kampagne. Einer Kampagne vorbei an den Menschen in diesem Land, vorbei an der Wirklichkeit und auch vorbei an den Fakten. Wer im Jahr 2018 im Zeitalter freier Informationskultur in Zeiten, in denen jeder Depp die Suchmaschine seiner Wahl anwerfen kann, immer noch behauptet, wir könnten nicht aus der Braunkohle aussteigen, der lügt oder ist nur begrenzt zurechnungsfähig. In Deutschland sind zurzeit Braunkohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 18 Gigawatt in Betrieb. Gleichzeitig befinden sich in demselben Deutschland Gaskraftwerke mit einer potenziellen Leistung von weit über 22 Gigawatt. Gaskraftwerke, die allesamt nicht am Stromnetz angeschlossen sind. Gaskraftwerke also, die man jederzeit hochfahren könnte. Diese Kraftwerke wären ohne Probleme dazu in der Lage, die Stromerzeugung der Braunkohle auszugleichen, bis erneuerbare Energien weit genug ausgebaut sind. Die Umweltkosten. Die Umwelt
Umweltkosten, also die Kosten, die durch die Klimaschädlichkeit entstehen, sind bei Braunkohlestrom allerdings 6 Cent teurer als bei Strom aus Gaskraft. Während die Produktionskosten von Strom aus Gaskraft nur 1,5 bis 3 Cent teurer sind als Braunkohle. Wir können also nicht nur aus der Braunkohle aussteigen, wir würden dabei sogar noch Gewinn machen. Gewinn für die Volkswirtschaft und Gewinn für unsere Zukunft. Gewinn für uns alle. Denn müsste RWE, wie es die radikale Marktwirtschaft eigentlich fordert, die tatsächlichen Kosten des Produktes Braunkohlestrom tragen? Ja, müsste RWE dafür Verantwortung übernehmen, was ihr Produkt in der Welt für Schaden anrichtet? Der Konzern könnte morgen schließen. Die Produktion von Braunkohle wäre schlicht und ergreifend nicht mehr wirtschaftlich. Das gesamte Konzept, die gesamte Existenz von RWE basiert also im Endeffekt darauf, dass diese Firma nicht für den Schaden aufkommen muss, den sie anrichtet. Und genau deshalb stehen wir heute hier. Stehen heute hier und demonstrieren gegen eine Klimapolitik, die sich nur um Konzerne, um Wachstum und die Steigerung von Konsum dreht. Unsere Forderungen sind keine Phrasen, keine Ideen, keine Konzepte und keine Parolen. Sie sind die einzig logische Konsequenz des gesunden Menschenverstandes. Der schlicht und politische Wunsch, das Stück für die Erde, auf dem wir alle leben, auch noch für die Menschen aufzubewahren, die nach uns kommen. Der schlicht und politische Wunsch nach einer Klimapolitik, die den Begriff Klimapolitik nicht verwöhnt. Fridays for Future ist nicht irgendeine weitere Klimademo, nicht irgendeine weitere Kampagne. Fridays for Future ist der letzte Hilfeschrei einer ganzen Generation. Eine Generation, die im Grunde genommen nichts weiter will, als den Planeten hier noch weiter bevölkern. Eine Generation, die im Grunde nichts weiter will, als endlich das zu tun, was schon seit Jahrzehnten überfällig ist. Eine Generation, die Schluss machen möchte mit den immer gleichen Ausreden. Eine Generation, die sagen möchte, fickt euch mit eurem Geiz, fickt euch mit... Fickt euch mit eurem Geiz, fickt euch mit eurer Ignoranz und hört auf zu verbrennen, was unumkehrbar ist. Tut etwas, nicht morgen, nicht heute, jetzt. Handelt einfach. Danke.